Vor 3 Jahrzehnten verschwand der Staat DDR. Die Erinnerungen an das Land sind heute so verschieden wie die Menschen, die in ihm lebten. Mit dieser feindlichen Übernahme der DDR durch die BRD hat man mir meine Heimat genommen. Aber eines hat man mir nicht nehmen können: die Sehnsucht nach dem Gefühl für Geborgenheit und Gemeinschaft. Der Unterschied zwischen der Bundesrepublik Deutschland, in der die Menschen entscheiden konnten, wie sie leben wollten, unter der DDR war der zwischen Freiheit und Unfreiheit. Die DDR war ein Unrechtsstaat und eine Diktatur. Und der Frieden, der dort herrschte, den habe ich als Friedhofsfrieden erlebt. Unsere Heimat, das sind nicht nur die Städte. Wir gehen 30 Jahre nach dem Ende der DDR auf Spurensuche. Wir wollen wissen, welche Heimat die Ostdeutschen eigentlich meinen, wenn sie an die DDR zurückdenken. Denn unsere Erinnerung prägt den Blick auf die Gegenwart. Welcher Wert steckt in dieser Erinnerung für unser Leben heute? Schnell entdecken wir: die Ostdeutschen erinnern sich gern gemeinsam. Wie hier beim DDR-Musical Die Legende vom heißen Sommer im Boulevardtheater Dresden. Die Show ist auf Monate hin ausverkauft. Begeistert feiern die Gäste ihre ostdeutsche Popgeschichte. So, dass wir jeden Dreck, der aus dem Westen kommt, nur kopieren müssen? Das berühmte Zitat von Walter Ulbricht ist ein sicherer Lacher. Und doch, ein bisschen ernst ist es damit. Die Ostdeutschen suchen wieder nach ihren eigenen Wurzeln. An manchen Orten in Brandenburg kann man der DDR noch sehr nahe kommen. Es sind kleine Zeitreisen zurück in den Sozialismus. Sammlerstücke werden gern in Aktion bestaunt. Highlights sind DDR-Fahrzeuge und Militärmaschinen, die zum Mitfahren einladen. In Trebus bei Fürstenwalde wird eine frisch renovierte Lenin-Büste enthüllt. Natürlich unter den wachsamen Augen der Volkspolizei. Das Ganze ist ein großes Spiel. Sozialismus als Event. Privatleute haben sich zusammengefunden und eine riesige Sammlung mit DDR-Produkten zusammengetragen. Das Interesse an dieser lebendigen Erinnerung ist groß. Hier ist die DDR ein buntes Angebot aus Kostümfest, Plaste und Elaste, aus Erdbeerbowle und Schmalzstulle. An die privaten Seiten des Lebens in der DDR erinnern sich viele Ostdeutsche heute am liebsten. Stefan Wolle ist Historiker und leitet das Berliner DDR-Museum. Er beobachtet eine wachsende Sehnsucht nach einer verschwundenen Heimat. Diese DDR, diese Erinnerungs-DDR, die wurde dann von Jahr zu Jahr immer schöner. Das ist vollkommen klar. Wie ja überhaupt in Erinnerung alles denn viel schöner ist, war das auch ganz besonders bei der DDR so. Die negativen Sachen, die bedrückenden und bedrängenden Sachen hat man sehr schnell vergessen. Und wollte auch nicht so gerne mehr daran erinnert werden, an Spitzeleien und Erniedrigungen und Parteiversammlungen und diese ganze Propagandamüll, der täglich da über die Leute hereinbrach. Es sind vor allem Vereine und Clubs, die diese Erinnerung aufrechthalten. Sie befriedigen ein Bedürfnis nach DDR-Alltag. Manche verbringen ihre Freizeit in einer selbstgeschaffenen Wohlfühlerinnerung. Renato Pietsch hat sich dafür einen W50-Lkw ausgebaut. Auch ihm ist vor allem die Gemeinschaft wichtig. Mit vielen Gleichgesinnten trifft er sich regelmäßig. Sie gehen mit den großen Nostalgiekisten auf Campingtour. Man versteht sich als große Familie. Gemeinsam unterwegs mit dem Trabi der Volkswirtschaft. Gerade unsere Generation noch. Wir waren ja früher immer irgendwo zugange, gemeinsam. Und das merkt man eben bei diesen Treffen, dass das den Leuten auch fehlt. Heute ist das alles so, man muss funktionieren, ansonsten ist man ziemlich wertlos. Aber bei so Treffen, da kommt das dann eben raus, weißt du noch früher. Und da kommen die ganzen alten Episoden raus. Das ist eben, wir sind ganz anders aufgewachsen und das ist ja auch eine schöne Sache, sozial eigentlich geprägt. Und man hilft sich. Ja, und davon zehren die Leute dann noch lange, ne?
Ein langes DDR-Wochenende zur Immunauffrischung gegen den rauen kapitalistischen Wind der Gegenwart. Das gemeinsame Werkeln an den großen Maschinen verbindet die Männer. Hier oben steht auch Öl. Also ich kann sie jedenfalls sehen. Von Solidarität ist viel die Rede. Also Pumpe direkt läuft sie ab, aber aus dem Räderhäuser nicht. Ach so. Das Leben im Sozialismus sei freundlicher gewesen und weniger egoistisch. Diese Erinnerung teilen sie mit vielen Ostdeutschen, die gern an ein Leben in Gemeinschaft zurückdenken. In vielen privaten DDR-Sammlungen sind vor allem die schönen Dinge des Alltags geblieben. Wer hier sucht, findet die Erinnerung an ein idyllisches Land, ein Kinderparadies, in dem die Jugend mit anpackte, um gemeinsam die Welt besser zu machen. In dieser kollektiven Erinnerung sind Bilder der großen gemeinsamen Jubelfeiern geblieben. Die Weltfestspiele, Turn- und Sportfeste und inszenierte Großveranstaltungen. Geblieben ist auch die Erinnerung an die prestigeträchtigen Erfolge, vor allem die sportlichen. Eislaufstar Katharina Witt war Liebling der DDR-Fernsehzuschauer und Liebling des Politbüros. Bei den Olympischen Spielen gewannen nur die USA und die Sowjetunion mehr Goldmedaillen als die kleine DDR. Die DDR, ein Siegerstaat? Für manche Vereine ist das mehr als eine romantische Erinnerung. Ein ostdeutsches Kuratorium der Verbände trifft sich in Berlin, um den 70. Jahrestag der DDR zu feiern. 30 Jahre nach deren Ende. Viele der Gäste sind ehemalige Politiker, Funktionäre und Militärs. Auch der letzte SED-Regierungschef Hans Modrow ist da. Sie verstehen sich als Bewahrer der DDR und feiern heute noch deren Erfolge. Für sie ist der Untergang des Staates ein Trauertag. Heimat, meine Trauer, Land im Dämmerschein, Himmel, du mein Blauer, du mein Fröhlichsein. DDR wird oft kommuniziert als Diktatur und Stasi. Mich hat keiner gefragt. Ich hätte sicher etwas anderes geantwortet. Und viele DDR-Bürger wurden nicht gefragt und hätten auch sicher anders geantwortet. Es geht überhaupt nicht darum, vergangene Zustände nur schön zu reden. Aber ich möchte mir auch nicht meine Identität nehmen lassen, meine Erfahrungen, meine Erlebnisse. Und das bestand in der DDR eben nicht nur aus Diktatur und Stasi. Für sie lebt die DDR im Herzen weiter, ist nur eine Kolonie unter westdeutscher Besatzung. In einer gemeinsamen Willenserklärung heißt es sogar, fast 30 Jahre nach dem Beitritt ist Ostdeutschland zur Kolonie in Deutschland verkommen. Für das ostdeutsche Kuratorium war die DDR vor allem ein Friedensstaat. Mit ihm hätte es weder einen Krieg in Jugoslawien gegeben, noch Militäreinsätze in Afghanistan, heißt es. Die Bundesrepublik als Kriegstreiber und Besatzungsmacht eines friedlichen Landes. Mit dieser Erinnerungskultur seien die Veranstalter sogar unter den Linken in der Bundesrepublik Außenseiter, beklagt der Vorsitzende des Kuratoriums Matthias Werner. Was uns am meisten wehtut, ist, dass es in der Linken, also eigentlich unseren Verbündeten, solche Tendenzen gibt, die DDR schlecht zu reden und sich nicht zu besinnen auf die Kraft der Friedenspolitik der DDR, auf die Kraft ihrer guten Sozialpolitik. Und das heißt also, Sozialismus weiterzudenken, ausgehend aber die DDR nicht zu vergessen. Die DDR könnte vergessen werden. Diese Sorge scheint Menschen in Ostdeutschland umzutreiben. Viele von ihnen erinnern sich aber ganz anders an das verschwundene Land als die ehemaligen Funktionäre. Auf unserer Spurensuche treffen wir eine ehemalige Sportlerin. Ines Geipel stellte mit der 4x100 Meter Damenstaffel 1984 einen Rekord auf, der bis heute nicht gebrochen wurde.
Doch die damalige Spitzensportlerin erinnert sich eher an eine Zeit der Entmündigung und des Gruppenzwangs. Denn möglich wurde die Leistung vor allem durch staatlich verordnetes Doping. War die reine Politgier. Man musste im Grunde im Sport der Allergrößte sein. Und da hat der Einzelne, das Leben des Einzelnen, das Talent überhaupt gar keine Rolle gespielt. Also es ist die maximale Verzweckung und der maximale Missbrauch. Und wenn man diesen DDR-Sport anschaut, also ein Sport wie hinter der Mauer, ist der Sport selber nochmal natürlich wie eine eigene Diktatur. Also es ist im Grunde wie eine doppelte Mauer, hinter der die Athleten zu ihren seltsamen Siegen gekommen sind. Ob mit oder ohne Doping, die Sieger erfüllen einen Parteiauftrag. DDR-Olympiakader wie Katharina Witt sind auch SED-Mitglieder. Ihnen werden Nationalpreise überreicht und Erich Honecker lässt sich von seinen Sportlern feiern. Zu Ehren unseres Generalsekretärs ein dreifaches Sport! Heil! Sport! Heil! Sport! Heil! Doch Ines Geipel widersetzte sich dem System und wollte aus der DDR fliehen. Von da an behandelte die Stasi sie wie eine Verbrecherin. Sie erlebte, der Mensch zählt im Sozialismus nur, solange er sich der Staatsdoktrin unterordnet. In der Kirche von Bad Belzig stellt die heutige Professorin ihre Erinnerungen an die DDR vor. In ihrem Buch Umkämpfte Zone beschreibt sie das Leben ihrer Familie seit dem Krieg. Die Ostdeutschen seien von zwei Diktaturen geprägt und hätten beide Erfahrungen nicht aufgearbeitet. Vor allem über die privaten Schattenseiten des DDR-Lebens werde in den Familien zu wenig geredet. Und mit der dritten Generation, also den Einheitskindern, bin ich viel im Gespräch. Und wenn ich sie frage, dann sagen die, ja, ich weiß das schon. Also irgendwas stimmt da mit dem Vater nicht, das weiß ich. Aber das kläre ich mal, wenn der tot ist. Das Schweigen über die dunklen Erinnerungen an die DDR mache krank und begünstige extremistische Tendenzen, fürchtet Geipel. Das Interesse an ihren Auftritten ist groß. Auch so wird heute an die DDR gedacht. Eine Ausstellung in Halle an der Saale erinnert an die 800 Menschen, die bei Fluchtversuchen an der innerdeutschen Grenze ums Leben kamen. Hier treffen sich ehemalige politische Gefangene, um ihre Erfahrungen in dieser Zeit aufzuarbeiten. Sie trauern nicht um die DDR, sondern um deren Opfer. Viele der Anwesenden saßen als politische Gefangene in Haft, nur weil sie die DDR verlassen wollten oder anderen dabei halfen. Keine Spur von DDR-Nostalgie. Die Menschen erzählen einander ihre Leidensgeschichten. Doch eines verbindet die ehemaligen Funktionäre und die Opfer ihres Regimes. Die Angst vor dem Vergessenwerden. Die Zahl der Zeitzeugen sinkt. Und vermutlich lässt auch das öffentliche Interesse langsam nach. Der Blick auf das Vergangene scheint sich zunehmend mit zeitlichem Abstand zu ändern. Das muss verhindert werden. Immerhin, nicht nur die Opfer, sondern auch die Kinder der Täter entwickeln heute eine eigene Sicht auf die DDR. Alexander Ewels Vater war Major bei den Grenztruppen. Während seiner Dienstzeit hatte der Vater Minen im Todesstreifen gelegt. Während er heute eine gute Rente bekommt, konnten sich manche der damaligen Opfer nicht einmal die Fahrkarte zu diesem Treffen leisten. Für sie hat Alexander 15.000 Euro gespendet. Vom Gehalt zusammengespart, als kleine Wiedergutmachung. Ich finde das falsch, was mein Vater gemacht hatte, dass er die Minen an der Mauer gelegt hat. Er hat damit aus meiner Sicht von vielen Menschen hat er in Kauf genommen, dass das Leben von vielen Menschen zerstört wurde, einfach weil sie dadurch ins Gefängnis gekommen sind und dadurch ihr komplettes Leben mehr oder weniger zerstört wurde. Vom Friedensstaat DDR spricht bei diesem Treffen niemand. Im Gegenteil. Als ehemalige politische Gefangene haben sie Angst, dass sich künftig ein zu freundliches Bild dieses Staates durchsetzen könnte.
Sie überlegen, wie viele Menschen im Auftrag der SED erschossen worden sind, durch Minen zerrissen worden sind oder eben auf andere Art zu Tode kamen, dann war das kein Frieden, sondern es war ein Unfrieden. Und deshalb ist es scheinheilig, wenn heute Linke und die SED-Linke von Frieden in der DDR reden. Es war kein wirklicher Frieden. Der Kapitalistenbrut und ihren professionellen Hetzern. Bei den DDR-Freunden, die in Berlin den 70. Jahrestag feiern, sorgt das nur für ein Achselzucken. Aus Sicht der ehemaligen Funktionäre waren die Maueropfer an ihrem Schicksal selber schuld. Erstens sieht so eine Grenze nicht besonders schön aus. Und zweitens, es kommen dort Menschen zu Schaden. Und das ist nicht gut. Aber niemand hat diese Menschen aufgefordert, irgendetwas. Also das heißt, sie haben es trotz Warnung illegal getan und sind dabei zu Schaden gekommen. Und das ist traurig, aber an einer militärisch gesicherten Grenze passiert sowas. Beide Erinnerungen, die der Opfer und die der Täter, werden künftig wohl unversöhnt nebeneinander stehen. Fast 17 Millionen Menschen lebten in der DDR. Ihre Erinnerungen sind vielfältig und komplex. Genauso komplex wie die Geschichten über die Wirtschaft des Landes. Wir wollen wissen, wie sich die Werktätigen an ihren Arbeiter- und Bauernstaat erinnern und an dessen Betriebe. Sternradio Berlin war einer der bekanntesten volkseigenen Betriebe der DDR. Hier arbeiteten gut ausgebildete Fachkräfte. Sternradio gibt es längst nicht mehr. Stera B sitzt heute in den Betriebsräumen, eine Auffanggesellschaft für ehemalige Mitarbeiter und Menschen, die Unterstützung benötigen. Ein Sozialprojekt. Statt hochwertiger Elektronik werden Kinderspielzeug und Modelle aus Holz gebaut. Lutz Bojahr war Gewerkschaftsfunktionär beim VEB Sternradio Berlin. Nach der Wende blieb er am Ort, wurde Geschäftsführer der Auffanggesellschaft. Heute betreut er noch rund 100 Mitarbeiter. Wie erinnern Sie sich an den VEB? Wenn man heute mit denen redet, die trauern ja alle der Zeit nach. Gut, nur ist halt ein bisschen nostalgisch, ist ja dabei, ist ja klar, das ist ja mit dem Alter denn sowieso. Aber im Vergleich, im DDR-Betrieb und VEB-Betrieb gearbeitet zu haben oder im Westen in einem großen kapitalistischen Unternehmen, würden die alle nicht tauschen wollen, wären sie lieber in der alten. Schließlich war ein DDR-Betrieb meist mehr als eine Arbeitsstelle. Dank Betriebssportgruppen, Ferienlager für die Kinder und Feiern mit Kollegen war er häufig ein Mittelpunkt des sozialen Lebens. Nicht nur die kollegialen Arbeitsbedingungen vermissen die Sternradio-Mitarbeiter heute, sondern auch die Qualität ihrer Produkte. Die seien besser gewesen als das, was es nach der Wende aus dem Westen zu kaufen gab. Langlebiger, robuster und nachhaltiger. Tatsächlich hatte es die DDR in den 60er Jahren mit einigen Produkten bis an die Weltspitze geschafft. Rainer Pfaff war Entwicklungsingenieur bei Pentacon, dem damals größten Kamerawerk Europas. Die Fotoapparate waren Devisenbringer, wurden im Westen etwa von Neckermann verkauft. Doch schon in den 70er Jahren blieben notwendige Innovationen vor allem wegen des westlichen Wirtschaftsembargos gegen die DDR aus. Die DDR verlor den Anschluss an die Weltspitze. Die 70er Jahre waren dann mit Einführung der Elektronik, vor allem dann in den 80er Jahren, geprägt, wobei es deutlich war, dass der Außenmarkt uns voraus war. Nicht, weil wir die Forscher nicht hatten oder die Wissenschaftler dazu nicht in der Lage gewesen wären, sondern wir waren durch Embargo-Politik letzten Endes auch ein Stück abgeschottet, dass wir einige Materialien, Rohstoffe, zum Beispiel die flexiblen Leiterplatten, nicht hatten. Trotz der Schwierigkeiten in der Produktion arbeiteten viele mit großem Enthusiasmus. Rainer Pfaff erfand mit seinen Kollegen eine Reihe technologischer Weltneuheiten. Zum Teil aus der Not der begrenzten Mittel geboren. Für diesen Fügeautomaten erhielten Rainer Pfaff und seine Kollegen den Nationalpreis der DDR. Es war eine aufregende Zeit für den jungen Ingenieur.
Auf die Auszeichnung ist er immer noch stolz. Damals waren seine Entwicklungen hoch begehrt. Werden diese Leistungen heute gebührend gewürdigt? In manchen Kreisen ist man sogar der Meinung, die DDR-Wirtschaft wäre ein Erfolgsmodell gewesen, bis zuletzt. Eine dieser Gruppen trifft sich regelmäßig in Berlin. Es sind ehemalige Kombinatsdirektoren, Betriebsleiter und DDR-Wirtschaftsführer. Sie wollen die Beurteilung der Planwirtschaft in der DDR nicht mehr nur dem Westen überlassen. Sie veröffentlichen Bücher über ihre Arbeitswelt und fordern damit die Deutungshoheit über ihre Biografien zurück. In sogenannten Erzählsalons sprechen sie über ihre Erfahrungen in der DDR-Wirtschaft. Auch 30 Jahre nach dem Ende der Planwirtschaft diskutieren sie leidenschaftlich darüber, welche Zahlen, Fakten und Erinnerungen stimmen. Für die Redner und ihr Publikum steht fest, dass die Pleite der DDR nur eine Propagandalüge des Westens sei, verbreitet, um die Konkurrenz im Osten leichter aus dem Weg räumen zu können. Die DDR-Volkswirtschaft, vielleicht nicht alle Zweige, aber die Exportzweige waren leistungsfähig. 6 Milliarden Schienenfahrzeuge nach China zu liefern, das ist ein Batzen. Das ist genau der Batzen, den die westdeutsche Industrie brauchte, um uns zu zerschlagen. Welche Erinnerung trügt? Die DDR-Wirtschaftsbosse im Erzählsalon widersprechen dem sogenannten Schürerpapier. Eine geheime Bestandsaufnahme der DDR-Wirtschaft vom Herbst 1989, benannt nach Gerhard Schürer. Er war Leiter der noch vorhandenen staatlichen Plankommission. Im Auftrag der SED-Führung sollte er die DDR-Wirtschaftskraft real beurteilen. Sein dramatisches Fazit? Die DDR ist praktisch pleite. Die Auslandsschulden betragen 49 Milliarden D-Mark. Die Aussichten seiner Studie sind düster. Allein ein Stoppen der Verschuldung würde im Jahr 1990 eine Senkung des Lebensstandards um 25-30% erfordern und die DDR unregierbar machen. Dafür macht Schürer vor allem die falsche Subventionspolitik verantwortlich, aber auch systemische Fehler in der zentralistischen Wirtschaftsorganisation. Er schreibt: Dass wir über ein funktionierendes System der Leitung und Planung verfügen, hält einer strengen Prüfung nicht stand. Forscher und Ingenieure wie Rainer Pfaff haben mit ansehen müssen, wie ihre Betriebe den Anschluss an die Weltspitze verloren. Als dann unsere Leitung mal in Japan war, Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre, dass sie dort Fertigteile reinkriegen und die montieren, das war für uns undenkbar, das gab es ja alles nicht. Das war schon ein Unterschied, der einen ins Grübeln bringen konnte. Aber es ging ja immer so und da dachte man, gut, die machen es eben so, wir machen es so und damit können wir auch überleben. Das war ein Trugschluss. Diese Vorgänge sind zum Teil seit einem halben Jahrhundert Geschichte. Doch die DDR-Wirtschaftsbosse suchen noch immer Antworten auf die alten Fragen, ringen bis heute um eine Ehrenrettung der DDR-Wirtschaft. Uwe Trostl arbeitete bei der staatlichen Plankommission. Er glaubt, dass die Planwirtschaft dem freien Markt zum Teil überlegen ist. Er sieht es als großen Fehler, dass über wirtschaftliche Probleme in der DDR nicht öffentlich gesprochen wurde. Dass sie große Erfolge hat. Das haben wir ausführlich gesagt, aber dass sie auch Riesenprobleme hat. Das ist eigentlich meines Erachtens weitestgehend leider vorenthalten worden. Die Leute sehen Fernsehen, überall große Erfolge, alles bestens. Und wenn sie abends nach Hause kommen, da gibt es im Geschäft ist leer und auf Arbeit gab es kein Material und so weiter. Also die haben einen Widerspruch gehabt. Und Schürer hat nun erstmals, war ja aber damals auch noch geheim, die gesamte reale Lage dargestellt. Und das war für viele ein gewisser Schock. Vielen der Wirtschaftsfunktionäre fällt es bis heute schwer, mit diesem Zwiespalt umzugehen und ihre widersprüchlichen Erinnerungen aufzuarbeiten. Die ehemaligen Mitarbeiter von Sternradio Berlin denken gern an ihre Zeit im VÖB zurück, egal ob er nun effektiv war oder nicht. Für sie war der Betrieb eine Heimat, ein soziales Zentrum.
Bis heute treffen sie sich einmal im Jahr in ihrem alten Gebäude und erinnern sich gemeinsam an die vergangene Zeit. Man kann das nicht vergleichen. Ein DDR-Betrieb mit einem westdeutschen Betrieb vergleichen geht gar nicht, weil ein DDR-Betrieb hatte noch ganz andere Aufgaben. Kinderferienlager, Kindergarten, Sportverein, alles durch den Betrieb getragen. Wenn man dieses Geld, muss ja auch erarbeitet werden. Damit ist es seit 3 Jahrzehnten vorbei. Dieses Treffen wird das letzte sein. Lutz Boja geht in Rente und das Gebäude soll abgerissen werden. Dann wird der VEB Sternradio Berlin wirklich nur noch eine Erinnerung sein. Wie können die verschiedenen, ganz widersprüchlichen Blicke auf die verschwundene DDR zusammengefasst werden? Und wie soll sich jemand eine Meinung bilden können, der nicht in ihr gelebt hat? Neben den Bildern ist es auch die DDR-Sprache, die heute zum Teil unverständlich scheint. Ein Blick in die Bücher zeigt, dass Ost- und Westdeutsche oft nicht das Gleiche meinen, wenn sie die gleichen Wörter benutzen. Peter Eisenberg ist einer der renommiertesten Sprachwissenschaftler Deutschlands. Er sieht ein Verständnisproblem zwischen Ost und West, weil die SED in den 60er Jahren auf einen eigenen Wortschatz bestand und damit auch auf die eigenen Erinnerungen. DDR-Wörterbücher wurden umgeschrieben. Ein Wort wie Profit sollte nicht mehr zur DDR-Sprache gehören. Profit wurde ein negativ besetzter Begriff, um die Kapitalisten und Kriegstreiber im Westen zu beschreiben. Durch die Abschaffung der kapitalistischen Profitwirtschaft in der DDR wurde die Quelle der Kriegspolitik beseitigt. Man wollte die Eigenständigkeit, die politische Eigenständigkeit der DDR auch sprachlich sichtbar machen. Und weil das über die Regionalsprachen nicht ging, hat man sich überlegt, dass es eigentlich über den Wortschatz gehen könnte. Und das war dann eine Aufgabe der Lexikografen in der DDR, dass sie diese Unterscheidung im Vokabular in großem Umfang festgelegt haben. Sichtbar wird das zuerst im Wörterbuch der Gegenwartssprache, einem mehrbändigen wissenschaftlichen Lexikon der DDR. Es sollte den neuen Sprachgebrauch in der DDR regeln. Manipulation soll ab 1969 nicht mehr allgemein Beeinflussung bedeuten, sondern die Lenkung der öffentlichen Meinung durch die imperialistische Bourgeoisie. Und ein Propagandist ist nicht mehr jemand, der wie im Faschismus eine Menge ködern konnte, sondern bezeichnet nun den Leiter eines Zirkels im Parteilehrjahr der SED. Die DDR, ein Land mit eigener Sprache, eigener Kultur, vielen, sehr unterschiedlichen Erfahrungen. Mit der friedlichen Revolution 1989 prallten diese Erfahrungen auf eine neue Gegenwart, hart und unvermittelt. Genauso vielfältig wie die Erinnerungen an die DDR sind auch die Erinnerungen an ihr Ende. Eine gemeinsame Sicht gibt es nicht. Da war zunächst die große Hoffnung auf Freiheit im Herbst 89. Der Jubel war groß, als kurz vor Weihnachten Bundeskanzler Helmut Kohl in die DDR reiste, um seine Vision einer deutschen Einheit zu verkünden. Schnell war die DDR Geschichte. Was bei vielen aber bleibt, ist die Erinnerung an einen Verlust. Denn schnell hatte auch der sozialistische DDR-Betrieb ausgedient. Schon im Sommer 1990 musste der DDR-Handel seine Preise auf konkurrenzfähiges Westniveau senken. Fernsehgeräte von RFT, Pentagon-Kameras, Radios von Sternradio, alles, was gerade noch unerschwinglich war, wird für einen Bruchteil verramscht, zum Teil um 80% billiger. In der DDR wurden die Preise staatlich gelenkt, die Wirtschaft an vielen Stellen subventioniert. Jetzt prallte diese Art zu wirtschaften auf die marktwirtschaftliche Realität. Plötzlich galten nur die Betriebe als wirtschaftlich, die profitabel waren.
Aber Profit als etwas Positives zu sehen, schien vielen ehemaligen DDR-Bürgern befremdlich. Der plötzliche Verlust ihrer Werte war traumatisch. Selbst Vorzeigeunternehmen wie Pentagon standen vor dem Aus. Die D-Mark-Eröffnungsbilanz nach der Währungsunion zeigte, für 100 D-Mark, die in die Produktion der Kameras gesteckt wurden, konnten gerade mal 17 D-Mark eingenommen werden. Sobald das sozialistische Wirtschaftssystem nicht mehr funktionierte, waren auch die Betriebe am Ende. Damit wurde für die Mitarbeiter ihre berufliche Lebensleistung in Frage gestellt. Wie lange arbeiten Sie hier? 25 Jahre. Nun wird am 31. Dezember voraussichtlich Ihr letzter Arbeitstag sein. Was machen Sie danach? Nichts. Was soll ich denn machen? Das ist die Frage hier. In unserem Alter kriegt man keine Arbeit mehr. Ein erschütterndes Erlebnis für die sicherheitsgewohnten DDR-Werktätigen. Es prägt die Erinnerung bis heute. Auch den Mitarbeitern von Sternradio fallen vor allem die ersten Streiks der Firmengeschichte ein, wenn sie an die Wiedervereinigung denken. Damals herrschten Angst und Unsicherheit. Bereits in diesen chaotischen Wochen keimt die Sehnsucht nach der alten Welt. Die Masse war erstmal nicht nur traurig, die war wütend. Nicht wütend über die Wiedervereinigung, sondern wütend, wie das mit dem Betrieb dann abläuft oder abgelaufen ist. Und in der Gewissheit, sie sind jetzt erstmal arbeitslos und müssen sich bemühen und müssen zum Arbeitsamt und zum Jobcenter und sonst was. Nur Wut für die Betroffenen. Und da fiel ja alles weg. Also, die dann Arbeit gefunden haben, ja, die waren dann in der Lage, ja, Ferien ist nicht Ferienlager. Für 20 Mark, 14 Tage Kind irgendwo hinschicken, war nicht. Also da sind schon Dinge weggebrochen, die waren bitter. Auch das eine Erinnerung, die Millionen Ostdeutsche teilen. Sie verbinden ihr Schicksal mit einem Namen, Treuhand. Markus Böck ist Wirtschaftswissenschaftler. Er forschte über die Geschichte der Treuhand. Damals seien selbst westdeutsche Unternehmensberater vom Tempo der Entwicklung überfordert gewesen. 14.000 DDR-Betriebe brauchten neue Eigentümer. Was als Wirtschaftsreform gedacht war, blieb zum Teil chaotischer Aktionismus. Da hat man natürlich gedacht, okay, wir wollen nicht, dass der Staat hier lange rumfummelt und saniert, sondern es soll im Prinzip schnell der Unternehmer, der Investor, der Markt soll das quasi regeln. Das ist die Überzeugung, die am Anfang steht und dann durch so eine Art wirtschaftlichen, marktwirtschaftlichen Urknall entsteht so etwas wie ein zweites deutsches Wirtschaftswunder beziehungsweise die blühenden Landschaften. Und davon waren viele Akteure dann in so einer sehr chaotischen Situation dann überzeugt. Also man hatte keine langfristigen Pläne, sondern hat das auch sehr, sehr stark improvisiert, sehr, sehr pragmatisch geregelt. Und die Folgen dieses Privatisierungsregimes, die zeigen sich dann in voller Breite dann erst im Jahr 91, 92. Und da schlagen sozusagen die Erwartungen und Hoffnungen des Jahres 1990 dann in die Ernüchterungen und Verbitterungen des Jahres 1991, 92 um. Und das ist quasi die Zeit, in der diese ganzen Ost-West-Konflikte so ganz massiv werden. Auch bei Pentagon war die Pleite nicht abzuwenden. Auf einer großen Versammlung sprach Betriebsrat Rainer Pfaff zu den Kollegen. Unser Anliegen ist, vor allem durch diese Veranstaltung die Belegschaft zu informieren. Viel Hoffnung konnte er ihnen nicht machen. Doch gerade Rainer Pfaff erinnert sich heute nicht nur an eine Betriebsabwicklung, für ihn war es auch die erste Erfahrung mit Sozialplänen. Die Treuhandanstalt hat in diesem Tag festgelegt, dass Pentagon noch weiter produzieren darf, dass es Aufgaben gibt, dass es Lohn und Gehalt gibt, dass noch Produkte entstehen, die noch verkauft werden können und dass das gewohnte Miteinander noch eine Weile weiterläuft. Diese Produktion vom 3. Oktober bis zum 31. Dezember 1990 hat pro Tag 500.000 D-Mark gekostet und das hat die Treuhandanstalt gezahlt. Zu diesen 30 Millionen D-Mark kamen über 40 Millionen hinzu für Abfindungen und Umschulungen. War die Umstrukturierung der DDR-Wirtschaft nun eine feindliche Übernahme oder eine notwendige Rosskur?
Die Erinnerungen an die frühen 90er Jahre sind sehr unterschiedlich. Doch diese Tatsache wurde lange Zeit in der Medienöffentlichkeit kaum wahrgenommen. Woran das liegt, wollen wir im DEFA-Depot in Babelsberg erfahren. Denn schließlich sollte es an der Zeit sein, die verschiedenen Erfahrungen ernst zu nehmen und davon mehr in Filmen und Büchern zu erzählen. Doch wie schwer das sein kann, weiß Andreas Dresen. Den Filmregisseur ärgern die oft klischeehaften Bilder über den Osten. Denn auch im Filmgeschäft dominiert häufig der westdeutsche Blick über ostdeutsche Biografien. Für eine differenzierte Wahrnehmung helfe aber die persönliche Erfahrung. Was nicht in Ordnung ist, finde ich, wenn Leuten aus dem Osten das schwer gemacht wird, ihre eigene Geschichte zu erzählen. Ja, also, weil diese Stimme sollte auch dabei sein, die Stimme von denjenigen, die in der DDR noch gelebt haben, die darin ganz unterschiedliche Erfahrungen gemacht haben. Also es sollte ein vielfältiger Chor sein von Äußerungen zu dem Thema, glaube ich. Und mich hat über Jahre hinweg ein bisschen geärgert, dass die meisten Äußerungen über die DDR dann von Kollegen gemacht wurden, die im Westen gelebt haben. Dagegen ist grundsätzlich nichts zu sagen, aber nur fehlten die Oststimmen und denen hat man es nach der Wende zum Teil nicht so leicht gemacht. Die Gefühle von Missachtung und Fremdbestimmung scheinen im Osten Deutschlands besonders wirkungsmächtig zu sein. Was lange das Geschäft der politischen Linken war, wird nun zum Spielfeld anderer Akteure. Auf das Gefühl, nicht gehört zu werden, setzt heute vor allem die AfD. Mit Erfolg. Der Feind stehe im Westen. Die Bundesregierung, die Grünen, die verfehlte Migrationspolitik würden die Ostdeutschen bevormunden wie einst die SED. Im Landkreis Oder Spree trifft Kreisvorsitzende Kathleen Muxel damit einen Nerv. Gerade dank der Erinnerung an die DDR wäre man im Osten heute politisch wachsamer. Man ist wesentlich sensibler, was daher kommt, da, also ich sag mal, meine Generation, die noch älter sind, ja damit aufgewachsen sind, dass sie nicht alles sagen durften oder teilweise ja Repressalien erlebt haben. Und ich meine, in ähnlichen Situationen leben wir jetzt und da sind die Leute sensibler, logisch, weil sie es schon erlebt haben und weil sie es vor allem viele ja gesagt haben, Gott sei Dank, wir haben es hinter uns, wir wollen das nie wieder haben und jetzt haben sie es wieder. Für die AfD-Politiker gibt es keinen großen Unterschied zwischen dem Herrschaftssystem der SED und der sogenannten politischen Elite heute. Dies zu erkennen, dafür helfe die Diktaturerfahrung in der DDR. Das findet auch Steffen Cottré, der für die AfD im Bundestag sitzt. Wir haben sensible Antennen für Agitation und Propaganda. Wenn uns also Regierungsstellen etwas weismachen wollen, entdecken wir eher die Ideologie dahinter, entdecken wir eher, was eigentlich bezweckt werden soll und wo wir bevormundet werden sollen. Diese Bevormundung wittert die ostdeutsche AfD überall. Zum Beispiel auch beim Umweltschutz. Dass Strom künftig nicht mehr aus der Braunkohle kommen soll, empfindet sie als Affront gegenüber ihrer Heimatregion. Zudem seien sie als Windkraftgegner die eigentlichen Umweltschützer. Denn Windräder töten Vögel. In Brandenburg ist das Nationalwappentier ist der Rotmilan. Und wir haben nur ungefähr 1000 Vögel. Und bei diesen Windrädern in der Höhe, wie sie jetzt gebaut werden, sind also die letzten Monate auch schon einige geschreddert worden. Wir kriegen die aktuellen Zahlen kriegen wir Anfang nächster Woche. Und das heißt einfach, das ist für uns überhaupt kein Umweltschutz, wenn wir unser Wappentier schreddern, was wir nachher dann nur noch ausgestoppt irgendwo im Museum sehen können. Aber wir haben dann noch das fünfte Windrad mehr. Also es macht überhaupt keinen Sinn. Das ist hier wirklich ein Thema. Tatsächlich sind falsch aufgestellte Windräder ein Problem für den Vogelschutz. Genauso aber auch der Straßenverkehr und die Landwirtschaft. Doch bei der Zukunftstechnologie sind viele Brandenburger eher skeptisch und konservativ. Stefan Wolle sieht darin auch eine ostspezifische Sehnsucht nach der Welt von gestern. Kein Klimawandel, keine EU, keine Ausländer.
manche Leute, die eher rechtsgerichtet sind in ihrer Grundeinstellung oder eher konservativ eingestellt sind, erscheint die DDR heute geradezu als ein Musterbeispiel für eine stark heimatlich orientierte Gesellschaft. Und das verbindet sich gegenwärtig eben sehr stark, teilweise auf eine sehr merkwürdige Art und Weise, bis hin ins Politische, dass die AfD und die Linkspartei teilweise ganz ähnliche Argumentationsmuster aufbauen und Berührungspunkte finden. Aber diese Berührungspunkte sind nicht nur ausgedacht, die liegen wirklich in der Luft, weil die DDR so eine abgeschottete, im Grunde auch konservative Gesellschaft war. Obwohl ja man immer den Sozialismus mit dem Begriff links verbindet, war die DDR dem Wesen nach eine stark konservative, kleinbürgerliche und provinzielle Gesellschaft. Doch mittlerweile sind auch andere Akteure auf der politischen Bühne aufgewacht. Sie wollen der AfD nicht die Aneignung der DDR-Geschichte überlassen. Petra Köpping ist Spitzenpolitikerin der SPD. Sie findet, die DDR-Erfahrung kommt zu wenig vor in der gesamtdeutschen Erinnerung. Bei Veranstaltungen wirbt sie für ostdeutsche Perspektiven. Sie kennt das Leben in den neuen Bundesländern aus eigener Erfahrung. Jetzt ist sie auf Lesetour mit dem Buch, das daraus entstanden ist. Integriert doch erstmal uns. Es soll sensibel machen für die Unterschiede zwischen Ost und West. Dieser Strukturwandel im Ruhrgebiet, der hat 30 Jahre gedauert. Und die meisten Bergleute, die jetzt aus dem Bergbau nicht mehr in den Bergbau gehen, die haben eine Folgearbeit. Unsere Leute waren die Landschaftszerstörer, die Umweltverpester und arbeitslos. Das ist der Unterschied, von dem ich rede und der ehrlich gesagt nicht genug wahrgenommen wurde. Vielleicht deutet sich jetzt eine Wende an. Werden die Ostdeutschen mit ihren unterschiedlichen Erinnerungen an die DDR stärker wahrgenommen? In vielen öffentlichen Veranstaltungen wird darüber gestritten, welchen Stellenwert die DDR-Erfahrung heute haben soll. Petra Köpping findet, die Ostdeutschen könnten selbstbewusster sein. Dass hier Menschen leben in Ostdeutschland, die durchaus Erfahrungen haben mit einer Gesellschaft, die sich völlig verändert. Und wir reden gerade wieder davon, dass die Gesellschaft sich global verändern wird. Und da können wir auf der einen Seite unsere Erfahrung, wie so eine Veränderung vor sich geht, einbringen, aber vielleicht auch das, was nicht so gut gelaufen ist, positiv für die Zukunft besser gestalten. Das ist was, was die Ostdeutschen mitbringen können. Ostdeutsche haben erfahren, dass ein Umbruch kein Ende bedeutet. Gerade durch diese Erfahrung könnten sie gelassener in die Zukunft sehen, findet auch der ehemalige Pentagon-Ingenieur Rainer Pfaff. Zu erleben. Er ist heute stolz darauf, sich nach langen Kämpfen ein neues Leben in einem neuen Beruf aufgebaut zu haben. Er fand eine Stelle im Sozialministerium und begann beruflich noch einmal von vorn. Dann wurde das Bildfenster von, dass ich mich mit meinen westlichen Chefs gestritten habe und Zeit gebraucht habe, bis sie mich akzeptiert haben. Und bis wir eigentlich dann freundschaftlich zusammengearbeitet haben, das waren schon Erfolge, das waren ungewöhnlich. Und das möchte ich im Nachhinein nicht missen. Das war, kurz gesagt, eine Horizonterweiterung. Ich kann das jedem, der in seiner Lebensmitte ist oder zum Arbeitsende geht, jedem empfehlen, sich das zuzutrauen, das zu tun. Jeder erinnert sich anders an das verschwundene Land DDR. Diese Erinnerungen können eine Quelle sein für Zuversicht und Selbstvertrauen. Wie man sich an die DDR erinnert, bestimmt auch, wie man die Gegenwart empfindet und wie man in die Zukunft sieht. Auch das heitere Bild einer gemütlichen DDR wird sicher weiter bestehen. Die IFA-Freunde genießen ihre kleine Zeitreise in die 80er Jahre. Als das Leben noch einfacher und die Möglichkeiten überschaubar waren. Je weiter die sozialistische Episode in die Vergangenheit rückt, desto subjektiver werden die Erinnerungen daran. Jeder denkt auf seine Weise zurück. So, als habe es gar nicht eine DDR gegeben, sondern viele verschiedene. Somit ist die Erinnerung an die DDR eine Reflexionsfläche geworden, in der wir unsere Gegenwart spiegeln können.